Habe ich jetzt? Ja, ich habe. Er lädt gerade nach. Und wie heile ich den dann, den Kamet? Der kriegt doch bestimmt Damage. Wie heile ich den dann? Mit Vortex? Ja, okay, I can see this. Also Vortex muss dann so hier stehen, oder? Weil so geht's ja nicht. Okay. Und hier drüben stellen wir dann Hex parallel dazu auf, oder? Und eine Midan auf der anderen Seite. Und ihn hier dahin. Ich baue es einfach mal so. Mal gucken. Ach, die Midan habe ich jetzt vergessen. Ah, die sterben doch dann aber an dem Gift. Weil ich kann die ja mit Midan nicht alle glänzen. Also nicht alle gleichzeitig. Vielleicht sterben sie auch nicht am Gift. Ich muss die Ultis mal nehmen hier. Ich konzentriere mich gerade zu viel auf den Dämpfer. Jetzt kommt der Steinsturz da drüben. Das müsste aber passen. Die sollten das überleben. Das Gift haben wir auch überlebt. Wir brauchen wahrscheinlich nicht mal eine Midanie, um das Gift wegzumachen. Das scheint doch so zu gehen. Haben wir noch einen extra Tank? Wir könnten mal ihre Ulti nehmen, um Ultis zu pushen. Aber eigentlich will ich das erst jetzt machen. Um die Medan-Ulti mit zu pushen. Jetzt kommt da der Steinsturz auf den Löwen. Das ist aber gut, weil seine Ulti ist auch gerade ready. Machen wir jetzt mal an. Wir müssen hier unten langsam aufpassen. Der Löwe tankt das nicht mehr alles hier. Das ist zu viel, was hier reingelaufen kommt. Ich stelle mal noch einen Tank davor. Wir haben ja zum Glück noch einen Ersatztank dabei. Der kann nämlich nur drei Leute blocken hier. Jetzt hat Hex zwar auch seine Ulti an, von daher. Ich heb mal Kamet Ulti auf, weil das drüben ist eh clear. Da brauche ich jetzt erstmal nichts mehr machen, denke ich. Eher hier, auf der Seite fehlt mir ein bisschen Damage. Das könnte noch ein bisschen eklig werden hier. Jetzt kommen nämlich schon wieder die nächsten rein. Hex, du musst mal langsam Gas geben hier. Da kommt das Kreischen, das ist gut. Können wir jetzt ihre Ulti nehmen und hier die Hex-Ulti ein bisschen mitpushen mit Midan, mit Hollow. Drüben die Seite sieht gechillt aus, der Kamet hat das im Griff. Nur die Hex-Seite ist ein bisschen. Obwohl, wir könnten die Hex-Seite ja auch verstärken, indem wir. Jetzt müssen wir erstmal hier die Ulti nehmen. Wir könnten die Hex-Seite auch verstärken, indem wir statt der Isolde halt noch einen Damage-Dealer auf die Seite stellen, hier dahinter, hinter Hollow. Das ist nicht schön, aber das könnten wir trotzdem gewinnen. Ich warte jetzt einfach drauf, bis die Damage-Dealer wieder da sind und dann stellen wir die wieder auf für die nächste Runde. Kann sich nur, also können wir hier auf 2 drücken, da müssen wir nicht so lange warten.
Okay. Jetzt dann. Was habt ihr jetzt geschrieben? Ja. Hex nach dem Gift, okay. Kamet überlegt eigentlich mit Vortex, da hast du recht gehabt.